Und ich glaube, das, was wir in Spielfeld gezeigt haben, dass die Rechtsstaatlichkeit für uns das wesentliche Maß ist, dass wir Menschen, die nach Österreich kommen, auch registrieren wollen, dass unsere Grenzen nicht überrannt werden können, dass dieses Grenzmanagement, was in Spielfeld dann ab Februar wirklich sehr wirksam gewesen ist, dass wir das auch jetzt bereits in der Grenze zu Ungarn eingesetzt haben, im Burgenland, und dass wir das auch in der Vorbereitung zu den Grenzübergängen zu Italien haben. Und das und nicht mehr wurde auch hier klar von Österreich signalisiert, die Vorbereitungsarbeiten, die heißen, ein Registrierzentrum zu bauen, die Vorbereitungen heißen, auch dementsprechende Zugänge abzusichern, dass nicht ein illegales Überschreiten möglich ist. Die Situation wurde von Italien auch so zur Kenntnis genommen. Wir werden die Vorrichtungen für einen Zaun zwar errichten, aber den Zaun nicht einhängen. Das heißt, es wird kein Bild entstehen eines Abschottens, sondern es ist ein klarer Hinweis dafür, dass wir dann, wenn, und es stehen etwa 200.000 bis 1 Million in Libyen, die sich vielleicht auf den Weg machen, nach Norden aufzubrechen, dann sind wir auch in der Lage, diese Grenze wirksam dementsprechend auch rechtsstaatlich zu organisieren. Weil eines ist für uns klar, wir brauchen eine europäische Gesamtlösung. Aber solange sie auf sich warten lässt, müssen wir auch die Möglichkeiten nutzen, um die Rechtsstaatlichkeit in Österreich zu gewährleisten. Und das habe ich heute meinem Kollegen auch mitteilen können, wie sich Italien hier verhält und doch hier eine gemeinsame Absprache, Deutschland und Österreich, auch hier ein gemeinsames europäisches Vorgehen, genauso wie in der Frage der Visaliberalisierung bzw. auch den zukünftigen Herausforderungen, die sich im Asylsystem Europas uns stellen. Es ist ja vieles in Bewegung und wir sind weit davon entfernt, dass alles gelöst wäre, sondern es wird also darauf ankommen, sich für die nächsten Monate gut vorzubereiten, dass wir das, was wir im Herbst des Jahres 2015 erlebten, nicht in dieser Form wieder bekommen. Und ich denke, hier weiß ich Österreich mit Deutschland an einer Seite und wir werden alles tun, um auch die Transparenz der Informationen wechselseitig auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass kein Partner den anderen überfordert und dass wir sehr, sehr klar an einem Strang ziehen, und zwar an dem europäischen.